Der Umzug der Polen-Informationsstiftung in die Charité nach Berlin hat für mich als Vorsitzender des Beirates eine doppelte Bedeutung. Zum einen die Nähe zur Universitätsklinik, speziell zur Allergie, und zum zweiten die Nähe zur Politik, Verwaltung und ganz besonders zu den Medien, da der Polen-Informationsdienst gerade mit den Medien einen engen Kontakt pflegt. Der Umzug der Stiftung nach Berlin ist für mich als Vorsitzender unserer Stiftung sehr glücklich. Auf der einen Seite haben wir jetzt die Anbindung an die Charité, die europaweit größte medizinische Fakultät. Auf der anderen Seite ist die Anbindung an ECAF für uns von Bedeutung, denn damit gewinnen wir eine Zugangsmöglichkeit zu Daten auch aus ganz Europa. Wir können unsere Daten den anderen europäischen Partnern zur Verfügung stellen und gewinnen durch ECAF viel mehr an Bedeutung. Die Europäische Stiftung für Allergieforschung arbeitet europaweit. In Deutschland kooperieren wir sehr eng mit dem Polen-Informationsdienst, der exzellent hier Arbeit geleistet hat, dass die Menschen wissen, um welche Pollen geht es denn. Die Stiftung Deutscher Polen-Informationsdienst setzt sich zusammen aus einem Vorstand und einem Beirat. Der Vorstand hat zwei Bereiche, ein ärztlicher Bereich und ein nicht-ärztlicher Bereich. Der ärztliche Bereich wird vertreten durch Experten von Umwelt- und Allergiemedizin und der nicht-ärztliche Bereich aus Experten der Meteorologie und Umwelt. Der Beirat setzt sich zusammen aus allergienahen Institutionen, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie, der Charité und deren Allergiezentrum, der Europäischen Stiftung für Allergieforschung, im Bereich der Pharmaindustrie, der Sanofi Aventis Deutschland GmbH oder im Bereich der Krankenkassen, der Techniker Krankenkasse. Der Pollenflug 2010 wird besonders für die Baumpollenallergiker stärker werden als im letzten Jahr. Haselnusspollen und besonders die Birkenpollen werden in größeren Mengen fliegen. Offenbar aufgrund der Temperaturerhöhungen ist es zu einem früheren Beginn des Pollenfluges der Bäume gekommen. Und auf der anderen Seite haben wir einen längeren Flug an Kräuterpollen, sodass sich insgesamt für den Pollenallergiker ergibt ein früherer Beginn, ein längeres Ende. Die Saison ist ausgeweitet worden. Seit 2009 haben wir ein Online-Tagebuch für Pollenallergiker auf unserer Webseite. Die Patienten können dort ihre Symptome eingeben und bekommen dann von unserer Stiftung die Menge an Pollen und auch die Art der Pollen, die in ihrer Stadt an diesem Tag geflogen sind. Dies funktioniert dadurch, dass die Pollen in Deutschland über verschiedene Pollenmessstationen gemessen werden und die Pollendaten in Form der Pollenvorhersage über unseren Partner, den Deutschen Wetterdienst, an alle Medien weitergegeben werden. Pollenmessungen verlaufen an rund 45 Orten in Deutschland mit sogenannten Pollenfallen. In dieser Pollenfalle wird Luft angesaugt. Die Luft stößt auf eine Art Tesafilm. Die Pollen und andere Bestandteile der Luft schlagen sich dort auf. Und dieser Streifen wird dann täglich ausgewertet, wie viele und welche Pollen sind da drauf. Ich wünsche mir, dass in der gesamten Bevölkerung die Aufmerksamkeit wächst. Wir werden in der Zukunft mit Allergien zu tun haben, aber wir können etwas tun. Allergien dürfen nicht bagatellisiert werden. Lebensqualität trotz Allergie ist machbar.